versuchen zu erstellen. So, wir beginnen unser Spiel in Everest Harbor. Sind gerade aufgewacht, wie man so schön sagt, und beginnen den Tag mit einer guten Laune. Yippee-yay. Nun, der Guide soll davon handeln, wie wir es schaffen, unsere Ausrüstung, die wir ja beim Sterben verlieren und auch wiederbekommen können, wenn wir wissen, wo sie ist, also uns selber looten, ja, diese Ausrüstung können wir jetzt auch im All wiederfinden, dank eines neuen Markers, den es gibt. Den will ich gleich einmal auslösen. Dafür muss ich erstmal gucken, welche Schiffe, ob sie beide da sind. Jo, okay. Dann muss ich einmal gucken. Ja, meine Ausrüstung. Ich brauche etwas an Ausrüstung, sage ich mal, was ich sonst nicht anhabe. Darum tue ich mich mal hier umrüsten. Den Anzug. Da sind wir mal sehr guten Mutes. Nehmen teure Ausrüstung einmal. Arme müssen auch hier irgendwo sein. Da haben wir sie. Schön in weiß. Dann, was probieren wir noch mitzunehmen? Ja, Waffen. Waffen nehmen wir mal auch was mit. Einmal die. Einmal so eine. Und Munition nehmen wir mal hier von einem mit. Von den P4 Magazinen nehmen wir mal zwei mit. Und von diesen Arctic Like Magazinen nehmen wir mal auch zwei mit. So. Dann sind wir ja praktisch schon fast für den Kampf ausgerüstet. Wir nehmen uns noch ein Medizintool mit. So. Ja. Schauen wir uns selbst nochmal an. So. Wir sind also ausgerüstet, als ob wir in den Kampf ziehen wollen. Ja. Dann. Was brauchen wir noch? Ja, stimmt. Wir brauchen noch. Genau, wir brauchen hier noch schönen Text. Und zwar Trading ist. Ja, doch, nehmen wir das Testcenter.
Aber das passt ja allgemein unter Geiz, oder? Beziehungsweise. Ja, das nehmen wir zu den Missionen Geiz dazu. Nummer 15. So, dann setzen wir da noch einen Text dazu. Was könnten wir da nehmen? Ja. Ich glaube, das könnten wir dann so als Text machen. Nehmen wir mal. Ein Text. Ja, da müssen wir ein bisschen höher in der Schriftart. So. Okay. Zack. Ja, so könnte man das dann einblenden. Die eigene Leiche. So hätten wir dann schon mal ein schönes Bild dafür fertig. Ja. Und dann geht's jetzt los mit der ganzen Geschichte. Wie gesagt, dann wollen wir doch mal unsere eigene Leiche bergen gehen. Es fängt damit an, dass wir erstmal eine eigene Leiche erzeugen müssen. Das Equipment, was es geht zu verlieren, haben wir schon an. Das Ziel ist es, jetzt erstmal mit dem kleinen Jäger, mit der Hork, einen Auftrag annehmen. Dabei werden wir irgendwo gegenfliegen. Ganz gezielt.
weiß ich nicht, einen Asteroiden uns schnappen, den wir richtig schön umarmen und willkommen heißen, sodass er uns zerstört. Und dann heißt es wieder aufwachen auf Everest Harbor und mal schauen, ob der Marker da ist, an dem wir im Weltraum uns selbst looten können. Für das Looten werde ich dann die Cutlass Black nehmen, den ganz normalen weißen Anzug, den wir da immer kriegen. Das war, glaube ich, Bett 4, ne? Ja. Den normalen Anzug nehmen, den Flight Suit, den wir immer bekommen, wenn wir sterben, diesen weißen und den Helm dazu. Und dann noch ein Multitool mitnehmen, und zwar das Traktor-Multitool, weil wir ja unseren eigenen Körper bergen müssen. Weil wir können ja im Weltraum kein Drag and Drop, also den Körper nicht dragen, nicht ziehen. Und darum werden wir dann das Multitool mit dem Traktorbeam drauf mitnehmen. Ja, so ist der Plan für den Mittagspausen-Stream. Und wenn das Ganze funktioniert, werde ich dann das Ganze irgendwann dann zusammenschneiden und dann noch zusätzlich als Guide hochladen. Weil, ich sag mal, in so einem Guide muss dann nicht unbedingt alles sein, wie der Weg zum Schiff oder sowas, sondern dann reicht es, wenn man kurz fliegt, explodiert, sieht, wie man mit einem anderen Schiff losfliegt, zum Punkt hinkommt und, ja, das Ganze dann erledigt. So. So, dann wollen wir mal Strom drauf geben. So, da hätte ich aber gerne was anderes. Da hätte ich zumindest Power drauf. Ja, zack. So. Das sollte so gehen. Jetzt brauchen wir eine Bounty-Mission. Ah, was haben wir denn da? 7000, bla bla bla. Überhörsten Areal. Thank you. And please visit again. Dann fliegen wir da doch mal hin. Nutzen wir mal die Spooltime zum Tee einschenken. Und zack. Also ein schöner Tee beim Streamen ist nicht verkehrt. Was hat der denn für ein Problem? So, da haben wir ja auch schön viele Asteroiden dabei. Wunderbar. Da werde ich dann mal das Hauptziel bekämpfen. Und es auch töten von dieser Mission und mich dann entweder von einem der Sekundärziele, also seiner Kumpels, abschießen lassen. Oder eben wie gesagt, wenn ich es schaffe, einen Asteroiden schnell vernünftig nahe zu kommen, sodass er uns zum Explodieren bringt, den Asteroiden zu begrüßen.
So, dann schauen wir erstmal. Wo unser Feind ist. Na. Der hat gerade keine Zeit, der ist selber Tee trinken, oder wie? Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Sachen also nach dem Scannen sowas von schnell weg sind alles. Also hier ist ja überhaupt nichts. Aber hier war gerade irgendwas kurz. Ah, da oben. Da kommt was. Ja. Schießt auch gleich wieder Raketen auf uns. So, ja, schade, wir kriegen nicht mal eingeblendet, wer unser Ziel ist. Das sind die Raketen. Ah, da. Eine Walküre. Was? Ne, eine Gladius. Wie kommen wir denn auf eine Walküre? Okay, dann wollen wir die Gladius mal bekämpfen. Gehen wir ein bisschen mit dem Speed runter. Ah ja. Wunderbar. Er uns eben schon mal angeditscht hat. So. Mal mehr Power auf die Waffen. Da ist ja Nummer 2. Okay. Können wir den ja gleich abschießen. So. Nummer 2 und 3 sind da. Eigentlich haben wir die Mission jetzt erfüllt. Jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Und suchen uns mal hier. So was Schönes aus. Nehmen wir den hier mal. Zack. Och Mensch. Da will man sich mal umbringen und da klappt es nicht. So, auch ein zweites Mal. So. Hallo? So, dann geben wir mal alle Energie auf den Antrieb.
und zielen mal auf den hier. Das sollte doch jetzt klappen. Oder auch nicht. Es gibt's ja nicht. So, da sind die Feinde. Ja, jetzt hat's geklappt. So. Da fliegt unser Leichnam so schön durchs Bild. Mit der ganzen teuren Ausrüstung drauf. Ja. Jetzt hoffe ich, dass es auch klappt. Weil wenn nicht, war es ein teurer Versuch und die Ausrüstung ist weg. So. Sit. Ja, wie man sieht. Müssen wir uns erstmal umziehen. So. Einmal das Nachthemdchen weg auf die Hand. Wir brauchen ein Undersuit. Nehmen dafür den weißen wieder. Das Standardteil. Nehmen auch so einen weißen Helm dafür. Den sollten wir... Das ist er, glaube ich, da. So, jetzt... Utility. Ein Multitool. So, und das ist der Traktorbeam. So, das sollte reichen. So, probiere ich doch mal. Ja, das ist... Habe ich das Richtige eingebaut? Okay, dann können wir jetzt zum anderen Schiff gehen. Nämlich jetzt gehen wir zur Cutlass Black. Ja, hier hat gerade jemand mehrere Nachthemden verloren. So, und wie man hier jetzt schon sieht, wir sehen hier in der Mitte auf dem Bildschirm eben halt den neuen Marker und die Entfernung, die wir zu ihm haben, das ist unser Leichnam, den wir bergen können. So, das Schiff claimen wir schon mal. Zack, und die Cutlass Black nehmen wir. So, Patch 2. Wir wissen ja, dass wir vorhin Richtung Ariel geflogen sind. Also muss da ja auch in der Gegend dieser Marker sein für unseren Leichnam.
Aber es ist auch was Schönes, wenn das jetzt wirklich klappt, dass wir uns damit selbst bergen können. Beziehungsweise unsere Ausrüstung bergen können. Ja, da wird also der Marker für den Leichnam in unseren Leichnam eingeblendet. Das hat doch was. Das macht es leichter im All. Na komm. So, einmal auf. Jetzt mach das. So. Ja, umstellen auf Waffen alle. So. So. Und jetzt heißt es erstmal gucken, wo unser Marker ist. Einmal ein bisschen höher aus dem Weg hier. Da hinten ist er zu sehen. So, ich mal auf die Map. Also von der Map her kann man es jetzt nicht sehen, wo er ist. Ich gebe jetzt einfach mal. Ja. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Weil wir waren ja nach Ariel geflogen, warum der dann irgendwo anders ist. Oder war das eben nach Ita oder was? Egal. Fliegen wir erstmal um den Planeten umzu. Löschen mal den Marker da. So, dass wir erstmal freie Sichtweise in Richtung Marker haben. Warum? Also das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Weil unser Marker müsste eigentlich bei Ariel sein. Und nicht irgendwo ganz, ganz weit weg. Er sagt, er wäre in der Sonne. Verdammt. Das ist ja blöd. Probiert man es? Und dann gleich sowas.
Mal gucken, ob ich dahin komme. Also wie gesagt, normalerweise müsste die Leiche jetzt bei Ariel liegen. Warum sie jetzt woanders sein soll, weiß ich nicht. Wahrscheinlich irgendwie ein Umsetzungsfehler vom Server. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, diese Marker sollen dann nachher wirklich auch an dem Punkt sein, wo man gestorben ist und nicht irgendwo anders im All. Also ich weiß nicht, warum sich der Server in der Position verschluckt hat. Aber wir sollten, was das dann jetzt angeht, relativ genau bei unserer Leiche ankommen. Es war ein bisschen warm hier in der Nähe der Sonne. Aber nun ja. Prinzipiell ist das ja auch egal, weil ob der jetzt hier liegt, der Körper, oder wirklich an dem Punkt, an dem wir gestorben sind, da ist so gesehen kein Unterschied. Bloß das Problem ist... Wenn er jetzt zum Beispiel auf Ariel gelegen hätte, dann würden wir da auch vernünftig hinfliegen können und hätten nicht noch so viele tausende Kilometer. Ah, ja. Ja, da ist nämlich jetzt die Frage, wie da näher rankommen, ohne so tierisch lange fliegen zu müssen. Weil da jetzt hinzukommen, das würde ja Stunden dauern. Da habe ich auch eigentlich gesagt, keine Lust zu. Nee, da kommen wir auch nicht ran. Was machen wir da? Wir haben ein blöd gelaufen. Ja. Dieser Misserfolg wird rausgeschnitten. Ja, das hätte ich vielleicht eben bemerken können. Aber der Name, nein, nein, nein. Das, der Marker, der wird nicht so angezeigt auf der Karte. Nein. Das, ach, das will er nicht. Na komm, lass uns in die Richtung rausspringen. Ja. Hauptsache in irgendeine Richtung erstmal raus.
Schade. Gestern hat es funktioniert und heute geht es nicht. Ja. So, das soll uns reichen, um rausspringen aus der Sonne. Clear Route. Auf nach Hurston. Auf der Suche nach der eigenen Leiche. Ach Mensch. Aus Versehen angekommen. Vorher wollte ich mich nur umgucken. Und der Marker scheint auch nur eine begrenzte Zeit zu haben. Wie lang, weiß noch nicht. Zumindest sah es gestern so aus. Also das ist eine Funktion, die habe ich dann gestern Abend bemerkt in der 3.15.1 auf dem Live-Server. So. Ja, unser Korpus liegt da hinten immer noch. Kommen wir jetzt auf Korpus. Unsere Leiche. Unser Körper, unsere Hülle. Einmal. Kurs Everest Harbor. Macht er natürlich wieder nicht. Ah. Oder dieses Umzufliegen müssen immer, das nervt irgendwie. Er kann uns doch auch anhand der OM-Punkte einfach umzulenken. Weil er kann uns ja auch, was das angeht, zu einem Punkt auf der auf der anderen Planetenseite, hier wie dem hier, kann er uns ja auch umzufliegen. Warum nicht nach zu den, also orbitalen Stützpunkten? Zu den Raumstationen, die über den Hauptstädten kreisen, sozusagen. So schwer das hinzukriegen, kann das doch nicht sein.
Ja, was machen wir? Also gestern war ich definitiv auf einem europäischen Server. Darum dachte ich mir, dass es hier jetzt auch funktioniert. Aber nein, er hat den Punkt in die Sonne versetzt. Unschön das ist. Ja, beim nächsten Versuch nehme ich dann einfach nur ein Flight Suit und einen Helm. Oder ich nehme einen von den gefundenen Helmen einfach. Genau, das langt auch. Die Security, die wartet hier schon auf mich, dass sie mich scannen kann. So sieht das schon fast aus. So. Einmal landen. Okay, das muss noch ein Schaden von gestern Abend gewesen sein. Tür auf. Ja, auch so ein Ding. Also von mir aus könnten Sie die Fahrschule rufen, wenn man eine Landeerlaubnis holt, weil ich sag mal so, zu 80% will doch jeder, der eine Landeerlaubnis haben möchte, auch zur Lobby fahren. Das sind die wenigsten, die nur eine Landeerlaubnis brauchen, um sich zu reparieren. Oder zumindest könnte er dann fragen, so gleich so, wollen Sie noch einen Fahrstuhl zusätzlich haben? Ja, nein. Ja. Sowas wäre schön. Weil ich selbst empfinde dieses viele Fahrstuhlgefahre und Rumfahren auf irgendwelchen Wegen mit Zügen und sonst was, das finde ich einfach nur als Zeitverschwendung. Das ist unschön. So, dann legen wir mal das Multitool wieder weg. Hey, das hätte ich auch in die Cuts legen können, okay. Amor, ja, Amore, Amore. Den Helm, nein, das wollen wir nicht. Den habe ich irgendwo gelootet. Der reicht doch. Damit weiß man schon. Der lang.
So. Was wir trotzdem machen ist, wir wechseln mal den Server. Weil es hier ja nicht geklappt hat. Ich schaue erstmal. Ich schaue mal kurz, wie viele Leute hier angeblich auf dem Server sind. 47, 57. Ja. Aber hier geht es ganz schön rapide runter in den FPS-Zahlen gerade. Jo. Gehe ich da mal raus. Ja, okay, das könnte natürlich am Tool gelegen haben, also am Chat selbst. Aber nichtsdestotrotz einmal kurz einen Serverwechsel machen. Das ist auch eine komische Geräuschkulisse für das Serverwechseln. So, das wir nehmen anstatt EU, nehmen wir jetzt einmal eine Australier. Weil irgendwo läuft es dann hoffentlich besser. Und wir landen nicht wieder in der Sonne. Bei diesem Versuch werde ich dann einfach mal es weglassen, das Kämpfen vorher. Beziehungsweise, ja, okay, ich muss eine Mission annehmen, um in die Asteroiden zu kommen. Ansonsten sucht man sich einen Wolf, um in die Asteroiden zu kommen. Wir sind ja nicht unten bei Jela, bei Port Olisar und Grimhex. Bis man dann hier so einen Punkt angesteuert hat, dann sucht man sich echt einen Ast. So. Ja, hat sich schon mal jemand totgeladen. Na komm. Wie schön. Z wie zügiges Aufstehen. Dann gleich nach dem Aufstehen erstmal voll mit dem Schädel gegen die Tür knallen. Ne? Wie gut, dass wir gestern keinen gesoffen haben. Lobby. Ah, der Server hier scheint auch nicht gerade der schnellste zu sein. So. Pet 1. So, hier sieht man dann auch, dass ich dann einen anderen Helm aufhabe für das Bergen gleich. Der Fahrstuhl, darfst ruhig kommen. Hat keiner etwas gegen. Puh.
Wenn wir noch 10 mal drauf drücken, dass er auch kommt. Das ist das. Also. Es ist so eine Zeitverschwendung, wo man sich darüber aufregt, dass man dann am Ende vergessen hat, Pad 1, wo man ist. Bei 10 Sekunden warten hier, 10 Sekunden warten da, 15 Sekunden im Fahrstuhl hin und her fahren. Ja. Weil man geht doch nicht aus der Real World in eine Fantasiewelt zum Fahrstuhl fahren. Wenn ich Fahrstuhl fahren will, ey, dann gehe ich ins nächste Hochhaus. Und ärgere mich da. Weil ich will spielen und nicht Zeit in unnötigen Fahrzeugen verschwenden. So. Klappt, soll da wohl zu sein. Okay. So, versuchen wir mal. Oh, nee. Versuchen wir mal umzuschalten. Also diese blöden Schalterfelder, ne? Viel zu groß angelegt. Man kann die Menüs nicht umstellen. Toll. Wenn ich hier oben bin, warum sollen die da unten schon angehen? Warum? Ah. Zum Kotzen. Ja, jetzt. Power, Power, Power. Jo. Muss doch sehen, wie viel Power ich gebe. Ja, genauso wie hier. Ich will das mal anschalten. Ja, okay, diesmal haut's hin. Na, aber ansonsten, wenn man dann schnell den EMP anstellen will, damit er sich auch laden kann, ja, kriegt man das Händesymbol. Unschön. So, dann nehmen wir noch mal so eine Aufgabe an, wie eben. Was war denn das eben? Ja, ein MRT, genau. Zack. Zack. Okay. Jo. Hier kann er die Route mal zu berechnen. Warum kann er sie nicht zu Everest Harbor oder Port Tressler oder sowas berechnen, wenn es um den Planiumzug geht? Warum nicht?
So, und jetzt heißt Sterben für den Guide. Auf ein neues. Und klick. Was war der berühmte, berüchtigte, nervöse Abzugsfinger? So. Und da haben wir dann auch schon mal wieder unsere Asteroiden, in denen wir gleich zerschellen werden. Aber ich denke, diesmal werde ich dann alle Feinde vorher töten. Mal gucken, ob das Auswirkungen hat. Glaube zwar nicht, aber... Also hier ist gleich etwas mehr, wo wir dran zerschellen können sollten. Es sollte ja hinhauen, sich hier gleich gut umbringen zu können. Wow! Es geht auch ohne umbringen, einfach so, unvermittelt. Unsichtbare Trümmerteile unterwegs, yo. Das ist auch immer wieder gern genommen. Also ich habe da jetzt wirklich nichts gesehen, wo ich da dran zerschellt sein könnte. Aber wie gut, dass ich das Ganze auf Video habe, kann ich mir das nachher nochmal angucken. So, also gut, er sagt uns hier gerade, ja, willkommen zurück. Nett, dass du dich dafür entschieden hast, bei uns dich wieder beleben zu lassen. Dein Körper ist zwar zerstört, aber wir konnten dich doch wieder herstellen, zumindest so ein bisschen. Und ja, du kriegst noch ein Helmchen und ein Suit obendrauf. Und ja, viel Spaß. Schönen Tag dann noch. Ja, ja. So. Dann... Da ist die Aufgabe. Nein, unser Körper wurde nicht. Vielleicht dauert es ja noch ein bisschen, bis unser Körper da zu sehen ist. Ich weiß es nicht. Also gestern war der auch nicht sofort da. Vorhin war er sofort da. Nun ja, was soll's. So, erstmal das Nachthemd weg. So, Undersuit, einen weißen sollten wir dann hier unten haben. Siehst du, da ist er. So, und bei der Armor sollte dann auch bei den Helmen ein neuer sein, nämlich dieser hier. So, jetzt nehmen wir vorsichtshalber bei den Werkzeugen dieses wunderbar schöne, prächtige, ausgerüstete Multitool mit. Können wir sonst noch irgendwo was anhängen? Nö. Das wäre es dann in dieser Ausrüstung. So. Ach, immer aufs Knöpfchen drücken hier. Komm her, Tür, geh auf. Welche Augenfarben hat sie? Ein Blau-Grau.
wollte sagen, hat der da graue Haare mit? So. Also es scheint so zu sein, als ob unser Körper nicht gesaved worden wäre. Aber das werden wir dann gleich sehen. So. Den können wir schon mal claimen. Die Cutlass holen wir mal raus. Ja. Patch 2. Ja, das scheint so, als ob er es nicht gemacht hätte diesmal. Vorhin auf dem anderen Server war es nicht das große Problem. Da war es sofort da. Also für mich gibt es keinen Grund, dass es auf dem australischen oder englischen oder beziehungsweise auf dem australischen, europäischen oder amerikanischen Server unterschiedlich sein sollte. So, der war auf Patch 2. Könnte sein, dass der Server nur 5 Minuten dafür braucht, dass er... Oder vielleicht, dass es erst kommt, wenn diese Mission abgeschlossen ist. Woran es da im Moment hakt, dass er es nicht macht, weiß ich nicht. Aber egal. Jetzt ziehen wir erstmal los und beenden die Mission. Vielleicht kommt dann der Marker ja von ganz alleine. Oder aber wir fliegen zurück. Nehmen einen neuen Server, dann wieder den EU-Server und probieren das Ganze nochmal aus. Dann heißt es heute hier, ja super, er kann ja fein springen. So, Tür zu. Dann heißt es hier heute, sterben fürs Testen. Weil das Schöne ist, dass es funktioniert, weiß ich, weil ich habe es gestern Abend gemacht, aber nicht auf Video aufgenommen. Das hätte ich mal einfach anstellen sollen. So von wegen so, ey, dann hast du halt dein Beweisvideo selbst. Aber nein. Da war doch eben was. So, da der andere Kasten, das muss meine Leiche sein, genau. Dann fliegen wir da mal hin. So. Dann scheint es ja doch zu klappen. Ich glaube, man kann gleichzeitig 3 Leichen draußen liegen haben. Kommt eine 4. dazu, wird die erste. Ja, da oben liegt nämlich noch von der Sonne. Dann wird die erste nämlich rausgelöscht.
So, aber schade ist natürlich, dass er uns dann die zweite Leiche nicht als Ziel gibt. Also es wäre ja schön, wenn er die Leiche, die am nächsten ist, als... als erstes Target zeigt. So. Da hinten sind wir explodiert. Da werden wir dann gleich ganz vorsichtig fliegen. Wir werden erstmal, beziehungsweise ich werde dann erstmal hier vorne die Gegner wegschießen. Ah ja, jetzt ist er auch umgestellt hier. So sollte es sein. Was ist da los? Was haben wir denn da? Ja. Na komm. So. Der bewegt sich, aber... So, schießen wir erst den da unten ab. So. Und dann jenen. So, die Energie mal ganz auf die Laser, damit wir ihn ein bisschen schneller hier runterkriegen. Zack. So, jetzt kümmern wir uns mal um unsere Leiche.
So, nehmen wir noch ein bisschen Abstand davon. Das dürfte reichen. Volle Kraft auf Schilde. Maschine aus. So, jetzt. Machen wir mal die Tür hier auf. Zack, da. Na komm. So. Ja, der Sicherheitsabstand mit dem Schiff ist schon wichtig, aber dass man dann so weit fliegen muss, oh. Und dass man sich nicht ranziehen kann hier irgendwo. So, jetzt heißt es wieder zurück zur Cutlass. So, hier sehen wir dann unseren eigenen Körper.
So. Zack. Na komm, wegstecken. Soll sie wegstecken, R. So, wie man sehen kann, haben wir unseren eigenen Körper hier gerettet. Jetzt heißt es erstmal das I aufmachen. Genau, werden wir die mal los ins Vehikel. Den Helm. Müsste ich doch eigentlich auch loswerden können. Dahin. Genau. So. Exit. Wenn ich jetzt zum Körper gehe. Looten wir. So. Wir looten den rein. Und wir looten den mal hier hin. So, dann haben wir unseren Buddy gelootet. So, Exit. Jetzt müssen wir nur, ja, einmal die Tür aufmachen. Komm, einmal Tür auf. Einmal wieder das I. Okay. Ruhe in Frieden. Ja. Packen wir das mal weg. So. Ja, dann hätten wir es doch schon mal geschafft, dass das Ganze wirklich funktioniert. Das ist doch schon mal wunderbar. Und ja, dass der eine Körper im Mittelpunkt da irgendwo der Sonne liegt, ja, das ist dann halt mal so. Der wird da irgendwann auch verschwinden. Müsste man so ein paar Mal so den Körper irgendwo mal einliegen lassen oder Ausrüstung, dann sollte sich das eigentlich wieder im Normalraum befinden. Aber ansonsten, ja, hat es doch gut geklappt, was das angeht. So, genau, wir wollen jetzt einmal nach Hirschen. Und einmal nach Everest Harbor. Ja, und geht wieder nicht. Warum auch immer. Ah ja, weil wir stehen an unserem Schiff. Das ist auch sowas. Ich möchte auch eine Route festlegen können, wo ich will. Eine Route planen können. Zum Beispiel mit einem Kumpel am Schreibtisch zusammen. Oder in eine Kneipe. Warum kann ich das nicht? Warum muss ich hierfür sitzen im Cockpit, um dann dort eine Route zu planen? Das ist doch... Ja, jetzt geht's. Geht's auch dahin.
Wunderbar. This guide. Ja. Dann haben wir so gesehen alles voreinander, was wir brauchen. Ja, das ist auch wieder schön, ne? Also die Waffen wieder getrennt. Die Einstellung wieder weg. Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Aber da ist die Priorität im Moment wohl nicht wichtig genug für. Um diese kleinen Nettigkeiten, Spielerleichterung reinzubringen. Ja, das ist schön, dass das klappt. Das freut mich ja. So, als nächstes werden wir damit meine ich mich, darauf hinarbeiten, dass ich mir eine werde ich mal darauf hinarbeiten, eine Prospektor mein eigen zu nennen. Da schauen wir doch mal schnell. Erstmal den aus. Einmal so. Wir haben fast 800.000 im Moment. Naja, oder sagen wir besser 700.000. Die Prospektor würde im Moment kosten. Das ist eine gute Frage. Na komm, zack. Was wird sie denn kosten? Ich habe sie ja schon mal auf die Wunschliste, glaube ich, mitgesetzt. Ja, da, Prospektor. 2 Millionen. Ja, okay, da sind wir noch 1,332 Millionen weg. Okay, ja, was machen wir da? Würde ich doch glatt sagen. Da schnappen wir uns dann noch eine neue Aufgabe. Und erledigen noch eben einen Auftrag. Das dürfte dann noch das Beste sein, um das Geld zu verdienen für die Prospektor, so dass wir irgendwann nächste oder übernächste Woche ein bisschen minern gehen können. So, was haben wir denn hier? Nehmen wir den. So. Und machen wir zusätzlich noch an, was wir eben. Na komm. Ist Call-to-Arm schon an? Nein. Ist der N-Alert? Haben wir das? Call-to-Arms müsste doch. Ah, nee. Da sein. Ach, Mensch. Das extra Geld. So.
Ja, das Schneiden des Videos mache ich dann heute Nachmittag. Und dann sollte mit etwas Glück das Video heute Abend oder morgen hochgeladen werden.